National Key Account, Regional Key Account, Global Key Account, Key Account, Globally Coordinated Key Account, Corporate Key Account, Strategic Key Account, Target Key Account. Wow! Gefühlt haben wir mittlerweile so viele Begriffe für Key Accounts am Start, dass man da schon manchmal schwindelig werden kann, oder? In vielen Unternehmen erlebe ich, dass wir entweder jede Menge unterschiedliche Begriffe verwenden und jeder so seine eigene Interpretation dieser Begriffe hat, oder alle Account-Typen kriegen ein und denselben Titel, nämlich Key Account. Beide Extreme sind nicht gerade sehr günstig für die Umsetzung und bringen nicht den größten Erfolg. Ich würde mit diesem Video ganz gerne mal versuchen, so eine Basis reinzubringen, zu sagen, welche Begriffe gibt es, und sie so ein bisschen definieren, mal klar definieren. Und die Einladung ist erstens, dass Sie in Ihrem Unternehmen mal überprüfen, haben Sie eine klare Definition für die Begriffe, die Sie für Key Accounts verwenden? Und zweitens, und das ist ein entscheidender Schritt, und das machen nur ganz wenige, haben Sie auch ein klares, unterschiedliches Jobprofil für den jeweiligen Key Account Manager, der so einen Key Account Typ, unterschiedlichen Key Account Typ eigentlich bearbeitet? Wenn Sie das Thema interessiert, bleiben Sie dran. Los geht's. Ich behaupte, am Ende haben wir eigentlich nur zwei fundamental unterschiedliche Typen im Key Account Management. Typ 1, Key Accounts. Typ 2, Strategic Accounts. Und hier will ich das Key mal wirklich weglassen, sondern wir haben Key Accounts und Strategic Accounts. Wenn man diese fundamentale Unterscheidung schon mal macht, geht man schon mal einen großen Schritt nach vorne. Und wir steigen mal ein in die Key Accounts. Was ist ein Key Account? Und ich würde die Definition mal gerne so raushauen und sagen, ein Key Account ist ein, Achtung jetzt schon ganz wichtig, ist ein direkter Kunde mit einer großen strategischen Bedeutung für Sie und Ihr Unternehmen. Achtung, was heißt das schon mal? Direkter Kunde ist also wirklich derjenige, der von uns beliefert wird, der auch die Rechnung erhält. Es ist eine direkte Geschäftsbeziehung, wo Waren, Dienstleistungen und auch dementsprechend Geld fließt. Woher rührt jetzt diese große Bedeutung, eine strategische Bedeutung? Ganz klassisch diese 80-20-Regel, wenige Kunden, viel Umsatz, also es ist einer Ihrer größten Umsatzkunden. Wenn Sie den verlieren würden, dann hätten Sie ein ernsthaftes Problem. Es ist einer der Kunden, wo man einfach sagen muss, der hat so viel Umsatzpotenzial, wenn wir den geschickt und vernünftig, strategisch und systematisch bearbeiten, dann können wir dieses Umsatzpotenzial heben. Es ist in der Praxis sehr häufig einfach, ich nenne sie mal bewusst, die Problemkunden, das sind Kunden mit mehreren Standorten, überregional, das passt irgendwie nicht in eine normale vertriebliche Vorgehensweise und deswegen brauchen wir einen anderen Ansatz und deswegen sind es eigentlich, wenn man ehrlich ist, größere Problemkunden und die nennen wir dann Key Accounts. Aber wir brauchen irgendwie für diese Kunden einen anderen Ansatz. Also, ein Key Account ist ein direkter Kunde mit großer strategischer Bedeutung für Sie. Der Key Account Manager wäre dementsprechend derjenige, der die Geschäftsführung zu diesen Kunden verantwortet. Welche Unter-Key Accounts oder welche spezifischen Typen innerhalb dieser Key Account Gruppe gibt es? Da gibt es erstens mal den sogenannten National und den globalen Key Account. Was ist ein nationaler Key Account? Ein nationaler Key Account ist am Ende des Tages ein für Sie wichtiger, direkter Kunde in einem Land. Ein Global Key Account ist dementsprechend ein global aufgestellter Kunde, der für Sie wieder eine große strategische Bedeutung hat. Und meine erste Einladung ist schon, für die meisten Unternehmen reicht es schon, diese beiden sauber zu trennen. National, Global. Ein National Key Account ist entweder nochmal ein wichtiger Kunde für Sie in einem Land oder es ist durchaus der Ableger in einem Land von einem globalen Key Account. Ja, dementsprechend müssen wir den in diesem Land auch mit einer gewissen anderen Herangehensweise bearbeiten. Welche Begriffe gibt es noch? Die sogenannten Target Accounts oder Target Key Accounts. Was ist ein Target Key Account? Das ist ein potenzieller Key Account. Das heißt, es ist jemand, der heute noch sehr wenig Umsatz macht,
der aber sehr viel Umsatzpotenzial hat. Es ist einer von wenigen Playern in einem Markt, den Sie systematisch bearbeiten wollen und müssen, um mit ihm dann entsprechend wachsen zu können. Das ist also ein Ziel-Key-Account. Wenig Umsatz heute, aber großes Umsatzpotenzial. Das heißt, Sie wollen ihn hin entwickeln zu einem sogenannten Key-Account. Dann gibt es noch einen sogenannten Globally Coordinated Key-Account in einigen Unternehmen. Was ist das? Normalerweise zeichnet ein Global Key Account was aus? Er hat einen Zentraleinkauf. Er hat in irgendeiner Form, in der Firmenzentrale, im Headquarter, finden wir eine starke zentrale Ansprechperson oder Abteilung. Und mit der können wir dann auch zentrale Rahmenvereinbarungen, Preisvereinbarungen machen. Wir können eine Bonusvereinbarung mit dieser Person auch vereinbaren, weil am Ende des Tages eine starke Durchgriffskraft in die Länder, in die Produktionsstätten durchaus vorherrscht. Wenn das nicht der Fall ist, sondern der Kunde völlig dezentral entscheidet, dann macht es durchaus Sinn, ihn trotzdem mit einem Key Account Manager zu bearbeiten. Dann ist es aber mehr ein Koordinieren dieser internationalen Aktivitäten. Und das ist dann ein Globally Coordinated Key Account. Werden wir da sehr stark in die Firmenzentrale reinlaufen, Bonus vereinbaren und sonst was alles abschließen? Um Gottes Willen, machen wir nur Geld kaputt. Aber wir versuchen, Best Practice von einem Land ins andere zu übertragen. Da haben wir vielleicht in Italien es geschafft, ein neues Produkt zu platzieren. Wie könnten wir das nutzen als Erfolgsstory, um das Gleiche auch in Ungarn oder in China zu erreichen? Da versuchen wir auch ein bisschen, nicht eine Preisharmonie, aber wir versuchen so ein bisschen die Preise und Lösungen auch so aufeinander abzustimmen, dass wir nicht völlig auseinanderlaufen etc. Und dann haben wir noch einen sogenannten Corporate Key Account. Und was ist ein Corporate Key Account? Das trifft insbesondere für Unternehmen zu, die so ein bisschen größer und komplexer aufgestellt sind. Das heißt, wir selber als Anbieter haben mehrere Business Units, Geschäftsbereiche. Wir haben mehrere eigenständige Tochtergesellschaften, Landesgesellschaften. Und ein Corporate Key Account ist ein Kunde, wieder ein direkter Kunde, der eine große strategische Bedeutung für mehr als einen Geschäftsbereich, eine Einzelgesellschaft hat. Und damit wird er für das Gesamtunternehmen, für die gesamte Unternehmensgruppe, gruppenübergreifend zu einem ganz bedeutenden, wichtigen Kunden. Corporate Key Account. Davon gibt es logischerweise nur ganz, ganz, ganz wenige. Und darüber hinaus gibt es in der Praxis noch zwei Begriffe, die verwendet werden. Ein sogenannter Regional Key Account. Was ist ein Regional Key Account? Achtung, der wird schon sehr unterschiedlich verwendet. Entschuldigung. Bin wieder da. Regional Key Account ist entweder ein Kunde, der innerhalb zum Beispiel von Deutschland in einer Region für Sie eine besondere Bedeutung hat. In der Regel hat er 2-3 Standorte und wir können ihn mit einem normalen Flächenvertriebsansatz nicht sauber bedienen, weil er halt übergreifend so ein bisschen unterwegs ist. Oder das andere Extrem, ein Regional Key Account ist ein sogenannter Kunde, der in einer Region, und jetzt ist aber die Region nicht innerhalb von Deutschland ein kleiner Bereich, sondern die Region ist eher Europa, Asien oder Amerika. Das heißt, ein Regional Key Account kann durchaus etwas sehr Mächtiges sein oder eher was Kleineres sein. Achtung, selber Titel, ganz unterschiedliche Bedeutung. Und dann haben wir noch, und das wird immer seltener verwendet, ist der sogenannte International Key Account. Was war ein International Key Account? Früher zumindest, das war ein Kunde, der ist international aufgestellt, aber ist immer noch in einer Region unterwegs, auf einem Kontinent unterwegs. Zum Beispiel in Deutschland, Schweiz und Italien unterwegs, aber alle drei Länder gehören zur Region, zum Kontinent Europa. Das war dann ein International Key Account. Meine Empfehlung ist, für die Key Accounts mal eine klare Pyramide aufzusetzen. Und eine Pyramide könnte so aussehen, ganz einfach ausgedrückt mal, unten hätten wir die National Key Accounts, da gibt es logischerweise mehr, weil es in jedem Land National Key Accounts gibt. Dann gibt es da drüber eine kleinere Anzahl schon von Global Key Accounts. Und dann gäbe es gegebenenfalls da oben die Spitze, die Creme de la Creme, die Corporate Key Accounts, die für die gesamte Unternehmensgruppe wichtig sind. Wenn Sie jetzt sagen, aber wir haben noch Regional Key Accounts, dann müsste man die entweder unterhalb von den Nationals einführen oder zwischen National und Global, je nachdem, wie sie wirklich aufgestellt sind. Jetzt müsste man was machen, das mal klar definieren, was das wirklich für uns bedeutet. Das waren die Key Accounts, also Key Account gleich direkter Kunde mit wichtiger strategischer Bedeutung. Und dann gibt es die sogenannten Strategic Accounts. Und ein Strategic Account ist eben kein direkter Kunde, sondern ein eher indirekter Kunde, ein wichtiger Marktteilnehmer,
ein wichtiger Spieler im gesamten Markt, den wir bearbeiten müssen. Klassisches Beispiel: Sie stellen Hydraulikkomponenten her, verkaufen das an einen Maschinenbauer. Der Maschinenbauer baut daraus eine Presse und diese Presse verkauft er weiter an einen sogenannten Endkunden, zum Beispiel einen großen Automobilhersteller wie ein BMW. Und als Hersteller von diesen Hydraulikkomponenten ist der Maschinenbauer, das Maschinenbauunternehmen, ihr direkter Kunde, vielleicht sogar sehr wichtig und dementsprechend ein Key-Account. Der Haken ist nur, dass die Spezifikation für die Hydraulikkomponenten nicht unbedingt beim Maschinenbauer entsteht, sondern beim Endkunden, beim BMW. Das heißt, der BMW gibt am Ende des Tages vor, welche Komponenten zu verbauen sind. Das heißt, wer ist wirklich der, der noch die Größe, der den größeren Hebel darstellt? Der Maschinenbauer oder der OEM? Es ist der OEM, der BMW. Also dementsprechend werden wir was machen? Wir werden ein, sehr häufig sagen wir dazu, Key Account Management leben für diesen Endkunden. Meine Einladung ist, eine saubere Trennung zu machen, zu sagen, der Maschinenbau ist für uns ein Key-Account, wichtiger direkter Kunde, und der Strategic Account, das ist nämlich der BMW, das ist dieser indirekte Kunde, der für uns eine hohe Bedeutung hat. Andere Strategic Accounts können zum Beispiel im Baubereich auch wichtige Fachplaner, Architekten sein. Es können zum Beispiel klassisch auch Verbände sein. Verbände, die als Multiplikatoren dienen, die aber keinen direkten Umsatz mit ihm machen. Genauso wie die Fachplaner nicht, genauso wie der BMW eben nicht. Das heißt, diese Strategic Accounts zeichnen sich wodurch aus? Sehr häufig null Umsatz. Dementsprechend ist das Leistungsportfolio, was wir brauchen, ganz anderes. Die Serviceleistungen sind ganz andere. Die Herangehensweise ist eine ganz andere. Selbst die Steuerung der Key Account Manager ist eine ganz andere. Und meine Einladung ist wirklich mal jetzt drei Dinge zu tun. Erstens mal zu überprüfen, haben Sie eigentlich in Ihrem Unternehmen schon klare Trennung zwischen Key Accounts und Strategic Accounts? Zweitens, haben Sie eine klare Pyramide innerhalb der Key Accounts? National, Global, Corporate. Und jetzt kommt der dritte, der entscheidende Schritt. Haben Sie auch für diese klar definierten Key Accounts unterschiedliche Stellenprofile mal geschaffen für diejenigen, die diese Geschäftsbeziehungen zu diesen Key Accounts verantworten? Also Beispiel, ein National Key Account Manager ist verantwortlich für einen nationalen Key Account, ein Global Key Account Manager für einen globalen Key Account, ein Corporate Key Account Manager für einen, wen wundert's, Corporate Key Account, ein Strategic Account Manager für einen Strategic Account. Und wenn Sie jetzt diesen letzten Schritt gehen, dann müssten wir jetzt nämlich viermal auch ein Stellenprofil beschreiben. Und jetzt merken wir plötzlich, dass die Anforderungen, Herangehensweise, Vorgehensweise in Teilen gleich ist, aber in Teilen eben auch unterschiedlich ist. Und wenn Sie diese Differenzierung machen, dann kriegen Sie wesentlich mehr Transparenz auch im Gesamtunternehmen rein, mal zu sagen, was müssen wir wirklich bei welchen Typen von Kunden und Marktteilnehmern eigentlich anders machen und wie müssen wir sie vielleicht auch letztendlich anders für uns gewinnen und wie müssen wir auch die Vertriebsmannschaft, die Key Account Manager eigentlich anders steuern. Unternehmen, die das machen, das erlebe ich jeden Tag, sind erfolgreicher am Markt unterwegs. Ja, das mal so ein bisschen als Idee, ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, direkt unter dem Video, entweder finden Sie schon den Blogbeitrag bzw. auf YouTube den Link zum Blogbeitrag. Wem dieser Impuls gefallen hat, gerne Daumen hoch bzw. Kanal abonnieren. Ich wünsche Ihnen viel, viel, viel Erfolg im Key Account Management und ja, noch mehr Freude bei der klaren Definition der Key Accounts und der Stellenprofile. Machen Sie es gut, Ihr Hartmut Sieg.